herzlich willkommen wieder zurück. Ja, wir kommen so langsam in der Story so ein bisschen voran hier. Ah, sieh einer an, die Flottmission war erfolgreich. Yay! Das heißt... Na, egal. Wir müssen hier oben unser Ziel finden, okay. Möchte ich das... Oh, warte mal, guck mal, was haben wir da? Sind das... Das sind Dirnen. Ah, da vorne sind Kämpfer. Kämpfer sind auch gut. Ah, wobei Kämpfer sind doof, weil die sorgen dafür, dass die anderen Typen, also dass Alarm ausgelöst wird. Und das ist wiederum echt uncool. Aber oh, hier ist keiner in diesem Loch? Okay. Cool. Müsste er nicht auf diesen da runterspringen, unter sich? Eigentlich schon. Tja. Kann man wieder sehen, wie dieses Spiel einfach nicht das macht, was es soll. So, das ist wahnsinnig. Okay, wunderbärchenhaft. Bitte kletter nach unten. Nein, er klettert natürlich nach oben. Aber jetzt, ja, jetzt nach unten, komm. Ja, super. Das ist gut. Drei Leute jetzt weniger. Wir sehen, läuft für uns. Das wird natürlich jetzt schwierig. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Nein. Zwei Soldaten werfen bei der Kreuzung ab. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, was hat es mit den Blutstropfen auf sich, hier mitnehmen? Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das, Sir? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Will Torres mich denn ausspionieren? Nicht gut. Ich habe ihn nämlich auf etwas von meinem Sinn. Oh, Captain Hornigold. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Nicht gut. Ja, aber keine Sorge. Torres liegt... Verdammt. Mist. Okay, dann müssen wir das vorher machen. Den vorher irgendwie... Ja, wobei das ist auch wieder zu gefährlich. Da, die beiden. Genau. Ich habe mit X... Habt ihr die Männer alarmiert? Ne? Die Zeit ist knapp. Nein. Zwei Soldaten warten bei der Kreuzung auf. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, Sir. Was hat es mit den Blutstropfen auf sich? Ah, super. Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das, Sir? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Will Torres mich denn ausspionieren? Ich habe ihn nämlich auf etwas von meinem Blut. Wie ich auch, Captain Hornigold. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, Fetzel. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro. Okay. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Hi, Sir. Fetzel, es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, was machte euch den Erfolg? Ich glaube, es war mein Charisma, das sie überzeugte. Echt? Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar... Kacke, ich muss dahinter. ...Piraten die Wahl.
das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod. Hier, guck das an. Ich kann nicht. Genau wie wieso kann ich nicht darüber? Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen Durchschlag nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. So eine kleine Stufe von 20 cm und der Assassine versagt. Krass. Bleiben Sie mal wieder stehen, ne? Okay. Na, wo geht's hin? Both legs and an arm to the white tips while drifting on a wormy bit of beam. Die können auch immer nur weite Wege latschen, ne? Also es ist jedes Mal so bei diesen ganzen Missionen. Man muss unheimlich weit mitlaufen. Wir müssen bloß aus diesem Radius rausbleiben, das ist wichtig. Nicht, dass sie uns dann doch noch irgendwie erwischen. Wir sind weit genug weg. Okay, sehr schön. Ah, seine Adjutanten, die hinterherlaufen da. Okay. Dann gehe ich lieber mal hier lang. Wir wollen ja nicht unnötig Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Großmeister, willkommen. Guten Notch. Was habt ihr erfahren? Großmeister. Die Princess wurde vor 6 Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Sehr gut. Das ist doch was, oder? Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzess wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Echt? Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Bei Gott, die Winde sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hingehen. Eine der Sklavengaleeren konnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Captain, spart euch doch diese kranken Vehikel ab. Ah, Mist. Wie soll man das denn schaffen? Frage ich mich jedes Mal, ne? Aber trotzdem hat man es irgendwie geschafft. Aber es ist schon so. Naja. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz einen Cut, weil das bietet sich gerade an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal ganz entspannt wieder.